Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auf das Herzlichste zum heutigen Sankt Martinstag am 11.11.2019 um 20 Uhr hier zu unserer Live-Veranstaltung Workshop Agile Care. Ich freue mich und ich schaue schon zur Seite und sehe, wie viele sich hier angemeldet haben. Ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste. Ich begrüße auch vorsorglich all diejenigen, die nicht an diesem Live-Workshop teilnehmen und sich dann die Aufzeichnung ansehen. Denn Sie wissen alle, dass man ja die Aufzeichnung, über die Sie informiert werden, dass man die Aufzeichnung verfolgen kann, 10 Tage lang nach deren Aufzeichnung, und dass Sie selbst in der Aufzeichnung noch Fragen stellen können, die dann bei mir landen und wo ich mich bemühe, sie sehr gern und vollständig zu beantworten. Also einen wunderschönen guten Abend heute. Und heute möchte ich auch zu Beginn gleich sagen, Sie haben ja meinen Nachtrag gerade erst bekommen heute. Das sollte eigentlich nicht so sein. Nachtrag ist ja die Beantwortung der Fragen, die ich nicht im Chat gleich beantworten kann. Und es sind aber diese Woche seit dem letzten Montag so viele Fragen bei mir gelandet. Und ich muss natürlich zugeben, ich muss auch bei einigen etwas komplexeren Fragen recherchieren. Das bedeutet einige Zeit. Und so bitte ich um Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat. Und ich hoffe trotzdem, dass Sie, die auf den Nachtrag angewiesen sind, dass ich Ihnen damit eine Hilfe leisten konnte. Ja, schönen guten Abend in alle Richtungen. Ich lese das im Chat und ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass Sie am Workshop teilnehmen. Für mich ist das ein sehr gutes Feedback und ich denke und hoffe, dass ich weiterhin Ihnen mit meinen Ausführungen noch besser helfen kann, Agile Care effektiv einzusetzen. Nun, ehe wir den rituellen Text vorlesen, möchte ich doch Ihnen ganz kurz noch einmal eine Zusammenfassung geben, worauf es mit Agile Care ankommt, was Agile Care eigentlich bedeutet. Und ich habe dazu natürlich wie immer Folien vorgesehen, also PowerPoint-Folien. Und dann möchte ich den Hinweis vielleicht doch schon vorher geben. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Mein Vorspann. Ich möchte einfach auch aus dem Grunde, weil wir erfreulicherweise sehr, sehr viele neue Agile Care Anwenderinnen und Anwender haben, möchte ich das ganz kurz noch einmal zusammenfassen, worum es eigentlich bei Agile Care geht. Es geht einfach darum, dass wir unsere Lebensqualität verbessern wollen. Und die Anwendung von Agile Care können Sie sehen als Körperpflege, als intelligente Körperpflege, als kreative Körperpflege, wie Sie es auch immer wollen. Und zwar aus folgendem Zusammenhang. Jede Krankheit, und ich kenne keine, bei der das nicht so ist, ist mit der Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff zu verstehen. Minderversorgung heißt jetzt nicht, dass das die Ursache für die Erkrankung ist, sondern es ist einfach verbunden damit. Und wir beobachten das immer, aber auch wirklich immer bei jeder Erkrankung, sei das ein Herzinfarkt, sei das eine Hautirritation, ein Ekzem, sei das ein Schlaganfall, sei das Krebs. Bei jeder Erkrankung findet, bei Nervenerkrankungen, bei jeder Erkrankung finden wir das vor, wenn wir eben nicht bloß aufs Organ schauen, sondern wenn wir uns auf Zellenebene bewegen. Also die Zelle wird minder versorgt mit Sauerstoff. Was passiert dann? Sauerstoff wird ja gebraucht, um die Energie herzustellen, damit die Zelle ihre Funktion erfüllen kann. Zum Beispiel die Pankreaszelle muss in der Lage sein, Insulin zu produzieren. Die Muskelzelle muss in der Lage sein, Energie in mechanische Energie umzusetzen. Und dazu werden die Mitochondrien gebraucht. Mitochondrien werden auch deshalb als
die Kraftwerke unserer Zellen bezeichnet. Sie setzen die Energie um. Bloß dazu brauchen sie ausreichend Sauerstoff. Ist der Sauerstoff nicht ausreichend der Zelle verfügbar, dann können die Mitochondrien nicht arbeiten. Um jedoch zu überleben und um ausreichend Energie umzusetzen, macht die Zelle einen Ersatzstoffwechsel. Sie setzt die alkoholische Gärung ein, die eben als Ersatz für die Arbeit der Mitochondrien steht. Und das geht mit wenig oder gar keinem Sauerstoff. Die alkoholische Gärung in der Flüssigkeit, im Phytoplasma sagen wir, also in der Zellflüssigkeit, diese ist ein Ersatzstoffwechsel, den wir übrigens auch Krebsstoffwechsel nennen können. Durch diesen Stoffwechsel entsteht in der Zelle und um die Zelle herum eine Veränderung des pH-Wertes. Oder wir können auch sagen, das Milieu verändert sich. Und dieses Milieu ist sehr gut geeignet und da fühlen sich die einige Parasiten in Dysbalance sehr wohl. Also Parasiten, die wir sonst auch haben, vermehren sich, konzentrieren sich dort, wo diese alkoholische Gärung stattfindet, in und um die Zellen herum. Und wenn ich von Parasiten spreche, dann meine ich Bakterien, Viren, Würmer, Pilze und auch Einzeller. Kommen diese Parasiten dorthin, dann, wie gesagt, fühlen sie sich sehr wohl und sie sorgen durch ihr Dasein dafür, dass dieses Milieu sich, wir können auch sagen, dieses krankhafte Milieu sich weiter ausdehnt und zumindest aber erhalten bleibt. Und so können wir davon ausgehen, dass, und wir können das auch ganz klar beweisen, dass wir eine Symbiose zwischen dieser Dysbalance der Parasiten und der Erkrankung haben. Und wenn es uns also nicht gelingt, und es ist wirklich sehr schwer, diese Zellen wieder mit Sauerstoff zu versorgen, in einigen Fällen gelingt uns das. Wir erinnern bloß an Professor Warburg mit seiner Krebszellentherapie, mit Sauerstoffversorgung. Auch Professor Ardenne hat es getan. Aber in den meisten Fällen gelingt uns das nicht. Dann haben wir erfreulicherweise etwas in der Hand, mit dem wir die Parasiten dezimieren, eliminieren können, wenn wir deren Resonanzfrequenz kennen. Und das ist das Vorgehen mit Agilcare. Wir senden elektromagnetische Wellen über das menschliche Gewebe zu den Parasiten hin. Und die Parasiten haben dann, wenn sie dort existieren, zu diesen elektromagnetischen Wellen eine Resonanzbedingung. Und wir Physiker, wir wissen, und vielleicht können Sie sich auch im Schulunterricht erinnern, in Physik, wir wissen, dass bei Resonanz Energie übertragen wird, maximale Energie übertragen wird. Und das bedeutet, dass wir damit mit dieser maximalen Energieübertragung die Parasiten zerstören. Nun gibt es ja auf verschiedenen Gebieten andere Mittel, um Parasiten zu zerstören. Ich denke bloß bei den Bakterien an die Antibiotika. Dort gehen wir ja als in Form einer Attacke gegen die Bakterien vor. Und Bakterien, glauben Sie mir es, sie sind über hunderte von Millionen Jahren es gewohnt, auf Attacken zu reagieren. Und deshalb gibt es sehr, sehr oft, ich möchte fast sagen, wenn man lange genug wartet, kommen die garantiert, die Resistenzen gegenüber den Antibiotika. Das ist eine schlechte Nachricht und wir haben in industrialisierten Ländern, wo wir sehr unsorgsam mit Antibiotika umgehen, haben wir schon ein ganz, ganz großes Dilemma, nämlich viele, viele Resistenzen gegenüber den Bakterien, die also Gegenmittel gefunden haben, um mit den Antibiotika fertig zu werden. Das Schlimme ist nur, wenn sie die Bakterien mit den Antibiotika fertig sind, das heißt Resistenzen gebildet haben, dass sie das überhaupt nicht mehr stört, dass Antibiotika kommen. Das Schlimme ist, dass dann auch Resistenzen gegenüber unserem natürlichen körperinnewohnenden Immunsystem existieren. Das passiert, wenn man Parasiten attackiert. Nun sind wir in der glücklichen Lage, dass wir mit Agilcare keine Parasiten attackieren, sondern wir machen es den Parasiten wunderbar gut, dass sie den Stoffwechsel steigern. Ich will nicht sagen, sie freuen sich, aber so etwas Ähnliches möchte ich schon zynisch mit einbringen. Sie steigern ihren Stoffwechsel und zerplatzen nach wenigen Sekunden. Das ist unser Vorgehen und das sichert uns, dass keine
Gegenmaßnahmen durchgeführt werden. Wir attackieren also die Parasiten nicht. Und bei den Parasiten, die keinen Stoffwechsel haben, nämlich bei den Viren, dort haben wir die Frequenzen so ausgerichtet, die Signaturen, die wir bei der Anwendung von Aglycea einbringen, haben wir diese Signaturen so eingestellt, dass es eine mechanische Resonanz zur DNA gibt. Viren bestehen ja fast nur aus DNA oder DNS. Und wenn Sie sich auch wiederum an den Schulunterricht erinnern, dann besteht ja das aus einer Doppelhelixstruktur, wo dann so kleine Leitern eingebaut sind, so Stege, die dann Eiweißbrücken sind. Und wir haben genau die Abstände dieser Stege hinterlegt in unseren Frequenzmustern. Und dann gibt es mechanische Resonanzen, dass die Viren ihre, dass die DNA der Viren sozusagen zerstört werden. Das ist ähnlich wie wenn eine Kompanie Militär über eine Brücke marschiert im Gleichschritt, was sie ja nicht tun sollte. Dort gibt es auch die Gefahr der Resonanz. Und dann könnte durch eine Kompanie oder zwei Kompanien, die über eine Brücke laufen, und im Gleichschritt laufen, was also nicht empfohlen wird, könnten sogar sehr stabile und unbeschädigte Brücken in Resonanz geraten und zusammenstürzen. Und das ist der Vorgang, den wir nutzen gegenüber den Viren. Somit haben wir also ein Mittel in der Hand, dass wir die Parasiten eliminieren, dezimieren können. Da müssen wir natürlich einige Voraussetzungen erst einmal erfüllen. Wir müssen nämlich die Frequenzmuster schicken, die da zuständig sind. Weil bei Chlamydien oder Borrelien oder Epstein-Barr-Viren wir diese Resonanzen kennen, beziehungsweise diese Frequenzmuster vorliegen haben, die haben Sie in Ihrem Gerät durch eine Software vorliegen, ist das sozusagen zunächst erstmal anscheinend kein Problem. Wir senden die Frequenzen hinein und das funktioniert. Ja, wie senden wir die Frequenzen hinein? Wir legen ja Elektroden an, meistens hauptsächlich an den Händen. Es gibt auch Anwendungen, die einige von Ihnen bevorzugen mit Haftelektroden. Aber auf jeden Fall müssen die Frequenzen, das heißt die elektromagnetische Energie, muss durch das menschliche Gewebe durch. Und dort müssen wir gute Voraussetzungen treffen, nämlich, dass das menschliche Gewebe leitfähig ist für die elektromagnetische Energie. Bei Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 20 Jahren ist das kein Problem. Aber wir haben festgestellt, in vielen Jahren der Anwendung dieser Technik, dass es bei Erwachsenen über 20 Jahren doch meistens notwendig ist, die Elektrolyte etwas zu verbessern. Und dazu dient der Elektrolyttrunk, den Sie im Internet auf meiner Seite ulrich-mtc.de/download finden. Damit schaffen wir sozusagen die Bedingungen, dass es gut durchleitet. Ob wir die richtigen Anwendungen durchgeführt haben, das merken wir dann, dass es uns besser geht oder nicht besser geht. Es ist aber erfreulicherweise gar kein Problem, wenn wir die sogenannte falsche Anwendung eingesetzt haben, denn dann gibt es keine Resonanz, dann wandert das einfach bloß durch unser menschliches Gewebe und es tut sich nichts. Das ist also keine Schädigung zu erwarten, wenn wir zum Beispiel mal testweise ein Anwendungsmuster oder eine Anwendung durchführen, die nicht belegt ist durch zuständige Bakterien oder Viren oder Würmer oder Pilze oder Einzeller, weil sie nicht vorhanden sind, das stört dann also gar nicht. Da brauchen wir keine Angst davor zu haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir können testen, bis wir das richtig gemacht haben. Was passiert, wenn wir die Parasiten getroffen haben? Dann zerplatzen die und Parasiten haben, und das trifft insbesondere ganz deutlich zu für die Bakterien, Parasiten haben während ihres Lebens, bevor sie zerplatzt sind, nichts anderes zu tun gehabt, als hauptsächlich Schwermetalle, Gifte und Schadstoffe zu sammeln. Und die zerplatzen nun, und deshalb ist es notwendig, dass wir uns vor diesen frei gewordenen Giften, Schadstoffen entlasten, dass wir uns entgiften, und dazu dient das Trinken sauberen Trinkwassers. Und ich empfehle zusätzlich immer noch, Sie wissen das vielleicht, Zeolith. Und zwar Zeolith von bester Qualität, Naturzeolith 10 Mikrometer. Und auch hier kommt es darauf an, dass wir das regelrecht zum richtigen Zeitpunkt und auch mit dem richtigen Vorgehen einnehmen. Und das sind Kleinigkeiten, die Sie auch auf der Seite ulrich-mtc.de/download finden für die Anwendung Einnahme von Zeolith 10 Mikrometer. Aber anscheinend sind diese
ist die Einhaltung dieser von mir beschriebenen Empfehlungen von Bedeutung, denn wer das einhält, kommt meistens damit sehr, sehr gut zurecht. Somit habe ich darüber gesprochen, dass wir vor der Anwendung Elektrolyte verbessern, zur verbesserten Durchleitung durch das menschliche Gewebe, dass wir überhaupt die Chance haben, die Parasiten einzutreffen. Und dann darüber gesprochen, wenn wir die getroffen haben, sollten wir also regelmäßig auch täglich uns gut entgiften, als Beispiel, und empfohlenerweise mit sauberem Trinkwasser und Zeolit. Während der Anwendung ist es wichtig, dass wir dort uns möglichst ruhig verhalten. Also nicht durch äußere Reize noch mehr Signale auf unseren Zellen, in unserem Zellen Internet, nenne ich das mal so, erzeugen, dass wir eben dort möglichst während der Anwendung ruhig, entspannt sitzen oder liegen, Beine nicht übereinander geschlagen und dass wir dort möglichst entspannt sind und äußere Reize weitestgehend abschalten. Also nicht am Computer Spiele gleichzeitig durchführen, keine Gespräche führen, kein Telefonate annehmen. Und ich gehe immer so weit, denn ich mache ja auch jeden Tag mindestens zwei Anwendungen. Ich dämpfe sogar das Licht, ich verdunkle den Raum, um weitestgehend äußere Einflüsse zu minimieren. Warum ist das so? Unsere Zellen kommunizieren, während wir da sind. Über den Tag, in der Nacht kommunizieren die Zellen stark miteinander. Wissenschaftler haben festgestellt, dass alle unsere Zellen, wir schätzen mal, wir haben hunderte von Milliarden Zellen in jedem menschlichen Körper, hunderte von Milliarden Zellen haben jede einzelne für sich, jede Sekunde ungefähr 10.000 Lichtblitze. Das ist die Kommunikation der Zellen. Das ist also so ähnlich zu verstehen wie im Internet. Damit kommunizieren die Zellen, steuern sie ihre Abläufe und so weiter. Und jetzt wollen wir mit unseren Signalen da durchkommen. Und da ist es von großem Vorteil, dass wir dort freie Bahn haben, also eine gute Bandbreite haben. Nämlich, dass wir die Reize, alle anderen Reize eben weitestgehend abschalten, so wie ich es eben beschrieben habe. Dann haben wir beste Bedingungen. Dann kann es immer noch passieren, zum Beispiel, weil sich einige Parasiten verstecken. Das tun zum Beispiel die Chlamydien. Chlamydia pneumonia macht es sehr gut, dass sie tief in die Gelenke sich verstecken im Gewebe. Und es können auch nicht die richtigen passenden Anwendungen durchgeführt werden, dass wir noch testen müssen. Also können wir, um zum Erfolg kommen und wir nicht gleich mit der ersten Anwendung voll erfolgreich sind, müssen wir uns Geduld üben und entweder andere Anwendungen testen oder die Randbedingungen, von denen ich eben sprach, vor, während und nach der Anwendung optimieren. Das ist der Weg, um dahin zu kommen. Ich kann nur sagen, und Sie haben ja die Möglichkeit durch den Besitzer, durch die Anwendung von Agilcare, dass Sie über die weltweit größte Frequenzmustersammlung verfügen, haben Sie, wenn Sie genug Geduld haben, eigentlich die Sicherheit, dass Sie erfolgreich werden. Und wenn wir nämlich die Parasiten entsprechend eliminiert bzw. dezimiert haben, dann hat unser Immunsystem freie Bahn und kann über die Neubildung von Zellen in regelrechten, normalen Milieu dann wieder neue Zellen aufbauen, die alten Zellen beseitigen. Und dann hat Ihnen Agilcare geholfen, diese Krankheit zu überwinden. Letzten Endes als Körperpflege. So, und mein Ru Aufruf an Sie wäre also der, dass Sie genügend Geduld haben, um das durchzuführen. Der eine hat eben Glück und hat alles gut optimiert und geht ganz schnell, sagen wir mal, es geht ganz schnell mit ihm voran. Ich möchte da Beispiele nennen. Zweimalige Anwendung, der Anwendung Katarakt und es ist keine Operation mehr notwendig in den Augen. Der andere, der schafft eine Makuladegeneration beiseite. Der nächste schafft es mit ganz wenigen und vielleicht sogar bloß einer einzelnen Anwendung, sich von den störenden Borrelien zu befreien. Aber andere brauchen immer längere Zeit dafür. Und das Beispiel dafür ist eben die parasitäre Belastung bei Krebs. Dort wissen wir von vornherein schon, da brauchen wir wissen das seit Dr. Rife, wir wissen es, dass man dort mindestens 90 Tage braucht, um dort voranzukommen und letzten Endes die Krankheit bestimmenden und für die Krankheit verantwortlichen Parasiten zu besiegen. Ich möchte einfach appellieren an Sie,
dass sie ihre Chancen nutzen und mit Agile Care eine bessere Lebensqualität finden, dass sie das tun. Und ich möchte Ihnen jetzt, ich tue das zum wiederholten Mal, ich weiß das, aber das Video ist ganz kurz, möchte Ihnen gern dieses Video vorstellen, wo Sie eben in jedem Video rechts und links sehen, wie man leben kann. Auf der linken Seite selbstbestimmt, glücklich, aktiv, physisch und psychisch aktiv und auf der rechten Seite eben als Pflegefall und dahinsiechend. Und es muss nicht unbedingt sein, dass man zur rechten Seite gehört, wenn man rechtzeitig und aktiv, zum Beispiel mit Agile Care, aber mit vielen, vielen anderen Maßnahmen dafür sorgt, die Lebensqualität zu erhalten, die auf der linken Seite dargestellt wird. Also ich wünsche Ihnen jetzt große Eindrücke bei dem Video, was ich Ihnen jetzt vorspiele. Und meine Absicht ist, Sie über diesen Weg emotional, auch emotional zu motivieren, mit Agile Care nicht nachzulassen. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide.